Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfried Zockt FM19. Wir sind kurz vor der nächsten Partie gegen den FC BW Linz. Das ist ein Club, der, wie gesagt, in der zweiten Liga in Österreich spielt. Das heißt, die sind eventuell ein bisschen stärker als die letzten Gegner. Wissen wir aber nicht genau. So, größter Positivpunkt. Von uns 8 unserer 12 Tore entstanden von Positionen nahe dem Elfmeterpunkt. Das heißt, hier haben wir unsere Stärken. Im Tor, in der Defensive, in der Offensive, im kurz vorm 16er und eben hier drin. Liegt aber auch daran, dass wir eben das Spiel immer ausspielen. Außerdem haben wir auch hier, das seht ihr da, die Leute, die gut zusammen spielen. Größter Negativpunkt, Weitschüsse. Keiner unserer 17 Schüsse von außerhalb des Strafraums führten zu Toren. Okay, dann halten wir mal das Briefing ab. So, Taktik. Wir spielen das 4-2-3-1 breit und wie die so schön sagen, ich denke, wir müssen noch an unserer Taktik arbeiten. Da stimmen die alle mal zu. Also das, was grün markiert ist, das ist schon das, was gut funktioniert. Wir gehen das mit Grundausrichtung kontrolliert an. Da uns das Favorit gut ins Gesicht. Also scheinbar sind wir Favorit. Jetzt kommt das, was ich nochmal explizit sagen will. Wir spielen geduldig. Ja. Er zwingt nicht den Pass, spielt auch stattdessen in den 16er. Das ist aber eine komische. Zwingt nicht den Pass, spielt euch stattdessen in den 16er. Also das, jetzt habe ich es kapiert, falsch gelesen. Also anstatt hier jetzt den großen Pass hier rein zu erzwingen, spielen sie sich geduldig in den 16er, um abzuschließen. So, wir wollen ein Kurzpassspiel aufziehen, weil da ist der Ballverlust am geringsten normalerweise. Wenn wir Favorit sind, will ich, dass sie ins Gegenpressing gehen. Und ich will mal versuchen, eine höhere Defensivlinie zu spielen. So, Sitzung beenden. Und jetzt müssen wir noch unseren neuen Stürmer vorstellen, der gekommen ist. Müssen wir an der Pressekonferenz teilnehmen, bin ich mal gespannt. Sie sitzen nun neben Ihrem Neuzugang Dominik Samuel. Sie sind zufrieden, Ihren Mann bekommen, also sind Sie zufrieden, Ihren Mann bekommen zu haben? Wieder ist ein einflussreicher Spieler. Direkt, der kommt und ist einflussreich. Ja, ich bin zufrieden, dass ich uns diese Gelegenheit darbot, denn Dominik ist ein guter Spieler. Ja, oder wir sagen, wir dämpfen die Euphorie. Ich bin glücklich, aber ich erwarte keine Wunderdinge. Das ist übel. Das ist, wertschätzt den ja überhaupt nicht. Ja. Wir nehmen das hier. Wir sind zufrieden, dass sich die Gelegenheit ergeben hat. Ja, welchen Einfluss hat ein solcher Transfer auf den Kader? Also ich glaube nicht, dass es einen Auftrieb geben wird, aber da sagen wir einfach mal bestimmt.
Also ich glaube, dass es den Verein Aufwind gibt. So, Sie sind ziemlich, was Sie sind zuversichtlich, dass Samuel gute Leistungen auch in den großen wichtigen Spielen zeigen kann. Ja, sind wir wieder ruhig. Solange jemand anderes überzeugt. Das geht sie gar nichts an. Hey, das sind so üble Fragen. Versteht mich nicht falsch. Wer sowas abgibt an den Co-Trainer, der hat doch irgendwie den Fußball nicht verstanden. Ihr müsst euch das mal überlegen. Diese Frage kriege ich gestellt. Neben mir sitzt der neue Spieler des Clubs. Ich habe ihn geholt als Ersatzspieler. Das muss man sich vorstellen. Also ich habe ihn verpflichtet, weil ich gesagt habe, wir haben unseren Stürmer. Wenn der sich was tut, will ich den bringen, weil der besser ist als alle, die wir haben, die ihn ersetzen könnten. Ja? Jetzt kriege ich so eine Frage gestellt. Eigentlich müsste ich sagen, ich erwarte von ihm keinen so allzu großen Auftritt. Jetzt sitzt er aber neben mir. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt als Neuverpflichtung neben einem Trainer und der sagt, ich erwarte von ihm keinen allzu großen Auftritt in solchen Spielen. Da seid ihr fertig mit der Welt. Das heißt, ich muss hier tendieren zwischen, oder ich muss hier gucken, abwägen, zwischen, was will der hören, was hilft dem im Verein und was ist die realistischste Einschätzung von mir? Wenn ich jetzt sage, ich habe großes Vertrauen und dann spielt er nie, dann werde ich immer wieder die Frage gestellt kriegen, warum spielt er nie? Boah, ist das übel. Ja, und da klicken Leute auf, Co-Trainer macht das. Da kann ich ja auch gleich aufhören, das Spiel zu spielen. Das ist das Wichtigste in dem Spiel. Ihr könnt mit einer falschen Aussage eure ganze Karriere ruinieren. Ja, ich hoffe, dass er groß bei uns einschlägt. Sagt weder was Positives noch was Negatives. Ist eine Änderung ihrer Spielweise wahrscheinlich? Nein. So, pum. Hat diese Verpflichtung großen Einfluss auf ihr Transferbudget? Marktwert liegt bei 850.000. Da ist im Marktwert gefallen, weil wir ihn für 700 gekauft haben. Auch interessant. Das heißt, wir haben kein Schnäppchen gemacht, wir haben seinen Marktwert gedrückt. Ja, ich werde bestimmt, ich werde mit Ihnen nicht über unsere Finanzen diskutieren. Sie haben bereits einen sehr breiten Kader, haben aber in Dominik Sammel noch einen Spieler geholt. Manche Fans machen sich Sorgen, dass der Verein in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, bei dieser hohen Belastung des Gehaltsbudgets. Was halten Sie von dieser Kritik? Was soll ich sagen? Der Spieler ist ein Schnäppchen. Da denkt der, ach du Scheiße. Ich würde niemals die Zukunft des Vereins aufs Spiel setzen. Das ist Ihre erste Aktivität in diesem Transferfenster. Können wir weitere erwarten? Ich äußere mich nicht über die Transferpolitik. Das ist der Standardspruch. Das ist der Standardspruch, den wir immer im Fernsehen hören. Weil es ist wirklich, was willst du denn da sagen? Jetzt mal ganz im Ernst, ey. Ja, wir kaufen noch einen. Ja, wen dann? Ja, den. Und geht gleich der Preis hoch. Das ist sowieso, also mir ist das aufgefallen. Ich spiele den Fußballmanager halt komplett anders, weil ich den ganz anders sehe wie Fußball. Also nicht falsch verstehen, aber viele von euch haben Erwartungen an Namen. Beispiel. Ronaldo wird verpflichtet, ihr habt die Erwartung, der muss jetzt 20 Tore pro Spiel schießen. Ist ja Ronaldo. Ich sehe das eher so. Der Fußballmanager ist ein Computerspiel. In dem Computerspiel arbeiten Formeln. Ich selbst habe schon Computerspiele ein bisschen entwickelt, also hobbymäßig, und lerne Programmieren ein bisschen professioneller. Und ich denke hier anders. Ich denke zum Beispiel bei einem Spieler nicht, oh, der hat einen tollen Namen. Sondern ich denke zum Beispiel bei Konza, wenn der hier außen spielt, als Außenverteidiger unterstützen, dann denke ich Flanken. 7 von 20.
Wenn die Flanke immer schön reinkommen soll und das angepeilte Ziel treffen soll, ja, bräuchte der Flanken 20. Weil 20 ist der perfekte, ist die perfekte Flanke. Er hat nur 7. Das heißt, in 7 von 20 Fällen kommt die Flanke. In 13 von 20 Fällen geht sie irgendwo ins Nirvana und erreicht gar keinen. Ja? So, will ich den haben zum Flanken? Wenn ich weiß, dass in 7 Fällen die Flanke kommt und in 13 Fällen die Flanke nicht kommt. Nee, ist mir die Chance einfach zu gering. Ja? Bei Flanken 10 habt ihr eine 50-50 Chance. Selbst das ist mir zu gering. Ab 11 von 20 ist die Chance, dass die Flanke ankommt, zum ersten Mal höher wie die Chance, dass sie nicht ankommt. Das heißt, je höher der Wert ist in Nähe von 20, umso besser kommt die Flanke an. Und deshalb auch Sachen, die hier nicht markiert sind, wie Balance. Wenn ein Spieler angerempelt wird von einem anderen Spieler, wird irgendwie auch dieser Balancewert gezogen. Ja, also da wird geguckt, Würfel, 20er Würfel, wie in Rollenspielen früher, 20er Würfel wird gewürfelt, 10. Seine Balance ist 13, 10 ist niedriger, er bleibt auf den Beinen. 14. Oh, 14 ist ein Problem. 14 liegt außerhalb von 13. Bis 13 wäre er auf dem Bein geblieben. Bei 14 kommt er ins Trudeln, fällt hin, verliert einen Ball. Das heißt, auch hier, das war zum Beispiel im Fußballmanager von EA, war das einer meiner wichtigsten Werte, dass die Stürmer Robustheit hatten. Was war Robustheit? Robustheit war im Fußballmanager von EA sowas ähnliches wie hier Balance. Das bedeutet mit anderen Worten, je robuster ein Spieler war, umso schlechter war er von Beinen zu holen durch Rempler. Deshalb habe ich die Stürmer alle geholt und habe mit denen nichts anderes trainiert wie Robustheit. Ja, und Torschuss. Weil wenn ich ihn vors Tor stelle, wieder die mathematische Frage. Wenn ich ihn vors Tor stelle, 20 ist er drin. Garantiert. Immer mit jedem Schuss. So. Kommt natürlich noch der Torhüterwert dazu. Ja? Wenn der Torhüter bei Halten 20 hat, dann kriegt er den zwar 20 Mal aufs Tor, aber 20 Mal hält der Torhüter. Hier ist es so, der kriegt den nicht mal aufs Tor. In 4 von 20 Fällen kriegt er den mal aufs Tor. Wenn jetzt hier ein Torhüter drin steht, der über 15 Halten, also Strafraumbeherrschung oder so irgendwie was hat oder Halten hat, dann schießt der nie ein Tor. Nie. Der muss also aufs leere Tor schießen und aufs leere Tor hat er eine Chance, dass er von 20 Versuchen 4 Mal reingeht. Und dann kommt natürlich noch dazu, das ist nur die Mathematik. Aber jeder Vorgang läuft ja für sich. Das heißt, er kann 100 Mal aufs Tor schießen und kann nicht einmal reinkriegen. Das Gesetz der großen Zahl sagt, wenn der 1 Million Mal aufs Tor schießt, ja, dann hat er so und so viel Prozent drin. Aber auf sowas wollen wir uns nicht verlassen, weil wenn der vom Tor steht, dann ist das ist die 100% Chance. Und wenn er von der 100% Chance, das müsste ich jetzt umrechnen. Das Problem ist, dass die hier 20er Werte benutzen. Fußballmanager war es einfacher, da waren das 100er Werte. Da war die Prozent Chance sozusagen der Wert, der da stand. Hier müsste es mal 5 nehmen. Das heißt, 4 mal 5 ist 20. Hier ist die Chance von 20%, dass er den Ball ins Tor kriegt, wenn kein Torhüter drin steht. Also als Stürmer würde ich den deshalb nicht einsetzen. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das heißt, ich sehe das Ganze hier so ein bisschen wie ein Spieleentwickler, mathematisch, rollenspielmäßig. Ich sage, im Hintergrund läuft ein 20er Würfel. Und diese Fähigkeiten hier, das ist im Prinzip, also wenn ihr hier drüber geht, könnt ihr das ja auch lesen. Ja, dieser Attribut gibt die Fähigkeit des Spielers an, im Gleichgewicht zu bleiben, sobald sowohl mit Ball als auch ohne. Das heißt, wenn der Wert zu niedrig ist, dann kann der eigentlich nichts mit Ball anfangen. Und ohne Ball steht er häufig auf dem falschen Fuß. So, die Beweglichkeit. Dieser Attribut gibt die Fähigkeit des Spielers an, anzutreten, abzustoppen und die Richtung zu wechseln, sowohl mit Ball als auch ohne und in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn der Dribbling 20 hat und keine Beweglichkeit, wird der beschissen dribbeln. Ist einfach so, ja? Oder wenn er
vom Tor einen Haken schlagen will, dass der Verteidiger weiterrennt und dann mit freier Schussbahn abziehen will aufs Tor, kommt Beweglichkeit ins Spiel. Das heißt, selbst bei einem Stürmer kommt Beweglichkeit ins Spiel. Alle Werte zählen. Die markierten Werte hier, das sind eben nur die wichtigen und die nützlichen. Ja? Das heißt, für mich zählt nur das hier. Wenn der hier eine Einsatzfreude von 16 hat, heißt, der ist meistens hoch motiviert, den Ball zu gewinnen. Wäre eine Überlegung, ob wir den dann nicht vielleicht doch hier einsetzen. Weil die Einsatzfreude kommt hier zwar nicht vor, aber naja, er versucht es hier stärker, wie überall anders. Und ihr seht es auch hier, Kraft ist ein wichtiger Punkt. Ja? Seine Körperkraft einzusetzen, um Gegner, seine Gegner und gegen die Gegenspieler zu behaupten. Auch hier, das war auch Robustheitswert im Football-Manager, also im Fußballmanager von EA. Also ich höre immer wieder, dass der Fußballmanager von EA schlecht war. Von der taktischen Umsetzung her. Ja, er war nicht so detailliert von der Taktik her wie dieser. Aber wenn du auf die Spielerwerte geguckt hast, hast du doch eine Mannschaft zusammenstellen können, die ansatzweise das tut, was du von ihr erwartet hast. Und deshalb finde ich das immer so übel, wenn Leute, die den hier spielen und vorher EA gespielt haben, sagen, der ist viel besser. Weil das zeigt mir nur, die haben den EA-Manager auch nie kapiert. Weil, was nutzt mir eine Gesamtstärke? Wenn der hier jetzt eine Gesamtstärke von 90 hätte, als Verteidiger, 90 Verteidiger, dann würden jeder kaufen. Und dann würde ich sagen, ja, aber wenn du dem Pass zuspielst, ist er in 9 Fällen von 20 weg. Und das soll ein ballspielender Verteidiger sein, der angespielt wird vom Torwart? Also wenn der Pass, der zu ihm kommt, wegspringt und der Stürmer sich den schnappt, ist der eher das Problem als die Lösung, dass ich viele Gegentore kriege. Und das ist einfach so, hier gibt es keine Gesamtstärke, du musst auf die Fähigkeiten gucken. Ja? Das heißt, die Anordnung des Spielers im gesamten Spielerpool ist halt entscheidend mies. So, ja, das war ein riesen Exkurs, den ich gar nicht so machen wollte. Hust. Wir wollten eigentlich heute ein Spiel spielen. 17 Minuten mit der Erklärung da. Hm, ja. Gibt viele Leute, die sagen immer, ich laber zu viel. So, frei zufrieden Samuel Deal unter Fach und Dach gebracht zu haben. Ja, Football League Paper setzte in Pressekonferenz den Schwerpunkt. Der Journalist Ian Cross stellte die Frage, Sie sitzen nun neben Ihrem Neuzugang Dominik Samuel. Sind Sie zufrieden, Ihren Mann bekommen zu haben? Ich bin zufrieden, dass sich uns diese Gelegenheit darbot. Dominik ist ein guter Spieler. Dominik Samuel, Verein, bei uns einflussreicher Spieler, Neuverpflichtungen. Samuel ist erfreut über Nick Freys Kommentare. Wir haben es geschafft, ihn zu motivieren und trotzdem nicht zu sagen, garantiert ein Stammspieler. Das wäre nämlich verheerend gewesen. So, da haben wir ihn auch. Der ist jetzt positiv von uns überrascht. Er ist im Land ausgebildet. Er hat keine Spielpraxis. Und er hat, talentmäßig ist er nicht ganz so gut wie unser eigentlicher Stürmer, Mopé oder Maupé. So, aber er ist pressender Stürmer angreifen und das kann er recht gut. Wobei Abschluss 11, ne? Ich hab's gerade gesagt. Das heißt, 11 Mal von 20 Schüssen bringt er den Ball aufs Tor. Da ist noch nicht gesagt, dass er am Torhüter auch vorbeigeht. Aber er hat eine gute Balance, er hat eine gute Beweglichkeit. Er kann sich nicht so gut durchsetzen, das könnte ein Problem werden. Er ist schnell, er ist antrittsstark. Das ist ein Konterstürmer für mich. Ja, pressen, kontern. Das heißt, der kriegt vielleicht auch seine Einsätze. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wie gut der Maupé. Ich hatte die ganze Zeit ja keine Alternative zu Maupé. Ich kann den gar nicht aussprechen. Deshalb habe ich mich nie mit seinen Werten beschäftigt. So großartig, weil ich hatte keinen anderen. Also habe ich ihn eingesetzt. So, Teamwork ist okay. Ball ohne Ball, okay. So, was haben wir denn hier? Sprunghöhe, also Kopfballstürmer ist da nicht. Wie groß ist der? Größe, 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 Größe. Größe. Das Wichtigste vom Spieler ist die Größe. Warum steht das hier nirgends? Darf doch nicht wahr sein. Ja, dass es der beste Stürmer ist, den wir aktuell haben, ist mir bewusst. Oh, fuck it.
Da steht doch die Größe. Bin ich blind oder was? Ich suche die ganze Zeit das Fenster in der Größe. 1,71. Also, er hat eine schlechte Sprunghöhe, ist 1,71. Das ist kein Kopfballspieler. Ja? Das muss Glück sein, dass der einen Kopfball reinkriegt. Wir sollten die Flanken auf flache Flanken stellen. Also in Zukunft. In der Taktik. So, wir gehen auch gleich mal in die Taktik rein und reagieren da drauf. Wobei, wir müssten mal gucken, wie groß ist denn Samuel? Der ist 1,88. Der hat auch eine gute Sprunghöhe. Wie gut ist denn sein Kopfballspiel? Kopfballtechnik ist 10. Legs mir am Arsch. Ja gut, er ist ja auch kein erpressender Stürmer. Er presst, der obert den Ball, Antritt, Torschuss. Ja, legs mir am Arsch. Ja, also es hat irgendeiner geschrieben, dass er von dem nicht überzeugt ist. Der hat schon recht. So toll ist der nicht, aber er ist halt unser Ersatzspieler. So, deshalb, wir müssen den auf die Bank setzen, weil Rico Henry verletzt, hat mir einer geschrieben, ich soll den mal einsetzen. 4 bis 5 Monate. Watkins hat mir auch einer geschrieben, der ist gut, ja, aber 7 bis 3 Wochen fällt er aus. 5 Wochen bis 2 Monate ist der weg. Samuel ist da. Samuel sollten wir einsetzen. Dass wir ein Auswechselspieler haben. So, wir wollen den in der Bank auch richtig einsortieren. Ach Gott, jetzt ist Force auch noch verletzt. Alter, wie lange fällt der denn aus? 5 bis 11 Tage. Ich sag dazu nichts mehr. Na, eigentlich mache ich gerade einen Fehler. Samuel ist ja unser eigentlicher Sturmersatz. Der gehört ja mehr zur Mannschaft als die jungen Spieler, die ich auch mal einsetzen will. So, in diesem aufkommenden Spiel, wir hatten noch Spielpraxisbedarf, läuft Daniels auf. Was, irgendwer hat gesagt, Rechtsklick auf den Spieler zeigt alle Optionen. Ja, gut. Das, ja, gut. Wieder was gelernt. Danke für den Hinweis. Ich habe mich da auch schon öfter damit geprügelt. So, der hat gute Sprunghöhe. Das ist doch der Torhüter. Warum gucke ich mir den Torhüter an? Ich will unten drunter den angucken. So, der hat gute Sprunghöhe, hat guten Mut. Hat Tackling 13. Das ist ein Verteidiger zentral, den will ich mal einsetzen für den Barbet. Den Barbet, den lassen wir mal auf der Bank. Den, ja, mit dem verhandeln wir gerade, der wird ausgeliehen, oder? Boah, dann brauche ich mich um den eigentlich auch nicht mehr zu kümmern, wenn der weggeht. Einen Konzer bringen wir mal für Mefram. Mefarm, wie auch immer man das ausspricht. Er hier ist unser Defensivmann, zurückgezogener Spielmacher, unterstützen. Den bringen wir mal für Yaris. Der hat ja auch schon genug Spielpraxis. Wir müssen mal so ein bisschen durchwechseln, dass die Leute ja Spielpraxis sammeln. Der hat keinen Abschluss. Wenn der keinen Abschluss hat, brauchen wir den nicht einzustellen als Box-to-Box. Ja, hört sich blöd an, aber ich brauche den nicht einzusetzen als Box-to-Box, wenn der das nicht kann. Dann gucken wir doch lieber mal. Ein zentraler Mittelfeldspieler unterstützen. Zentraler Mittelfeldspieler soll für einen emsigen und vielseitige Verbindung zwischen Abwehr und Angriff sorgen. Von ihm werden eine Vielzahl von Aufgaben in der Mitte des Spielfelds erwartet und er profitiert von taktischem Bewusstsein und taktischen Fähigkeiten, um sowohl die Abwehr als auch den Angriff unterstützen zu können. Ein zentraler Mittelfeldspieler mit unterstützenden Aufgaben wird versuchen, eine Balance aus Verteidigung und Angriff zu finden,
Er wird nach vorne gehen, wenn es nötig ist, aber in erster Linie in der Mitte des Feldes aufhalten und versuchen, Pässe auf die Spieler im Angriffsdrittel zu spielen. Ja. Also ich habe auch eine Theorie. Angreifen bedeutet, der bewegt sich vorm Ball. Unterstützen bedeutet, der bewegt sich vorm Ball im Angriff und hinterm Ball in der Abwehr. Und verteidigen bewegt sich immer hinterm Ball. Das ist so meine Theorie für diese Spieler hier. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das gerne mal sagen. Mittelfeldspieler. Also ich weiß nicht, wo ich ihn einsetzen könnte, ehrlich gesagt. Ich könnte ihn eventuell hier. Aber da haben wir jetzt ja Makoto. Wechseln wir mal dahingehend ein. McLeod haben wir rausgenommen, der hat Spielpraxis. Brehmann ist, heißt der? Ne, der heißt Ben Rama. Nicht Brehmann, ich sage immer Brehmann, der heißt Ben Rama. Offensiv links, rechts, Sturm. Der soll mal den Kanos ersetzen. Der hat mittlerweile auch genug Spielpraxis gesammelt, dass da mal ein anderer dran darf. Jetzt laufen wir mit denen auf gegen den stärksten Gegner. Ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber ich muss die Leute ja auch mal einspielen. Samuel packen wir in den Sturm. Weil Mopé auch schon genug hat. Joa. Da unten haben wir noch einen Verteidiger und so aus der Jugend. Wo man nicht genau wissen, was man mit denen anfangen. So, in der Taktik selbst, das ändere ich aber auf dem Spielfeld. Ich darf einen Fehler nicht machen. Speichern. 4, 2, 3, 1, White. Ich darf einen Fehler nicht machen. Hier drin Dinge ändern, die ich dann vergesse. Ja, also wenn ich die vergesse, dann wieder zurückzustellen, dann haben wir halt immer das Problem. Dass wenn ich, also wie soll ich es erklären? Ich stelle Dinge um, dann spielen wir, dann vergesse ich die zurückzustellen, setze andere Leute ein und die können das nicht mehr, was sie vorher hatten und plötzlich sind die Spiele anders. Oder die Taktik anders. Wobei bei dem können wir, der ist groß. Der hat nicht viel Kopfball, aber der ist groß. Bei dem können wir variable Flanken spielen. So, sie sollen gegen einen stärkeren Gegner ein bisschen disziplinierter spielen wie sonst. Ja, wir lassen es mal weg. Ich will nicht zu viel ändern in der Taktik. So, ich will nicht zu viel ändern in der Taktik. Wichtig ist, dass wir mal zwei, drei Sachen geändert haben, dem Spielerkader angepasst, der jetzt auf dem Platz steht. So, die wollen den haben. Wir sind immer noch nicht am Spieltag. Jetzt sind wir, glaube ich, am Spieltag, oder? Jetzt sind wir am Spieltag. Alter, wir sind schon eine halbe Stunde im Video. Seid mir nicht böse. Ich wollte eigentlich heute spielen, aber ihr habt selbst gesehen. Es waren Pressekonferenzen, Taktikanweisungen. Der neue Spieler muss eingebunden werden. Ich wollte mal ein kleines Statement loswerden. Wie ich spiele, weil ich habe auch die Frage gekriegt, warum sind deine Spiele so gut und meine so schlecht? Vielleicht liegt es daran, dass ihr Erwartungen an die Spielernamen habt. Die habe ich nicht. Ich gucke da einfach nur auf Werte und sage, passt. Ja, das wollte ich nochmal sagen und erklären, wie ich danach gucke. Also das heißt großen Namen wie Kauf Messi. Ich will lieber den finden, der genauso gut spielt wie Messi, aber nicht Messi kostet. Ja, also mir sind Namen egal, deshalb kenne ich auch nicht die Spieler. Ein Fußballfan kennt ja alle guten Spieler. Ich kenne nicht alle guten Spieler, weil sie sind mir egal.
Ich will Spieler, die das können, was ich will. Ja. Josh Clark, Spieler verkaufen. Noch 36 Tage in Bearbeitung. Das geht mir so auf den Sack. Da soll ich jetzt mal entscheiden, ob er bleibt oder nicht. Ich plane mit dem. Und vermutlich ist er weg, wenn es soweit kommt. Und dann haben wir ein Problem. Weil dann geht Mats links und Josh rechts. Und dann haben wir da gar niemanden. Dann wird das Transferfenster enger und dann gucken wir dumm. Ja, das ist meine Befürchtung, die ich habe. Das könnte durchaus passieren. So, halbe Stunde ist rum. Leute, seid mir nicht böse. Ich muss ein bisschen einbremsen hier, die Aufnahmen. Immer 1-Stunden-Videos machen, das geht auf Dauer nicht. Und deshalb, ja, bin ich erstmal raus. Sache an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Hoff, es war für euch trotzdem ein interessanter Part und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es dann zum nächsten Freundschaftsspiel geht, wo wir gucken, wie sich unsere B11 schlägt und ob wir die gebrauchen können in den Jobs, die wir da vorgesehen haben. Ja, bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.